meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin's, eure Claudia von Soulart und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe Lust mit euch zu malen und zu puren. In meinem Kopf habe ich schon wieder ein Bild von Nebel oder Rauch. Ich möchte es ein bisschen verrucht halten heute in Schwarz, Grau und Rottönen und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Ganz viel Spaß dabei. Okay Leute, vor mir steht eine 40x50 cm große Leinwand. Und wie ihr hier ganz gut erkennen könnt, habe ich schon eine Farbpalette vorbereitet. Für unseren Hintergrund benutzen wir heute die Farben Oxidschwarz, Neutralgrau, Titaniumweiß, Omberbraun, Primary Magenta, Quarzrosa und Violettrot. Aus diesen Farben werden wir jetzt einen Hintergrund schaffen. Ich habe hier jede Menge Malzubehör. Ihr könnt es sehen, ich benutze ganz handelsübliche Pinsel in verschiedenen Stärken. Wie vorhin schon gesagt, habe ich in meinem Kopf ein Bild von Nebel oder Rauch. Ich könnte es nicht ganz genau sagen. Auf jeden Fall möchte ich es schaffen, einen schönen Farbverlauf von dunkler zu hellerer Farbe zu kreieren. Ich beginne nun erst einmal hier meine schwarze Acrylfarbe auf die Außenseite meiner Leinwand einfach aufzutupfen. Hier müsst ihr euch gar nicht große Mühe geben. Wichtig ist, dass erstmal unsere Leinwand ein bisschen Farbe bekommt. So. Selbstverständlich könnt ihr immer wieder ein bisschen Farbe nachtragen, wenn ihr seht, dass ihr an der einen oder anderen Stelle zu wenig habt. Okay. Ich lasse das jetzt erstmal so und beginne unser Oxidschwarz großflächig auf meinen Rändern zu verteilen. Selbstverständlich könnt ihr natürlich so auch gleich eure Ränder mit bemalen und kaschieren. Euch ist selbstverständlich freigestellt, wie ihr eure Farben anreihen möchtet. Nicht vergessen, meine Lieben, ihr seid der Künstler. Ich gebe euch nur eine Inspiration und zeige euch eine Möglichkeit, wie ihr es machen könnt. Aber selbstverständlich ist es nicht wichtig, dass eure Pinselstriche den meinen 1:1 gleichen. Ziel ist es, einen sanften und weichen Übergang von unseren Farben zu schaffen. Im späteren Verlauf werde ich selbstverständlich versuchen, einen weichen, sanften Übergang zwischen unseren Farben zu schaffen. Jetzt gilt es erst einmal, dunkle Ränder, die unseren Schatten symbolisieren, zu kreieren. So. Okay, Lieben, ihr könnt sehen, ich arbeite mit purer Acrylfarbe, allerdings zum Verblenden bietet es sich sehr gut an, ein bisschen auf Wasser zurückzugreifen. Ich befeuchte meinen Pinsel ganz leicht und gehe damit in die graue Farbe. Ihr könnt auch sehen, ich verwende den gleichen Pinsel. Ich trage mir erst einmal großflächig die graue Farbe da auf, wo ich sie später gerne hätte. Und beginne nun diese zu verblenden. Ich blende die graue Farbe in die schwarze Farbe mit dem gleichen Pinsel, den ich zuvor auch benutzt habe. Befeuchte meinen Pinsel ganz leicht. Das macht mir das Blenden ein bisschen leichter. Gut, mit demselben Pinsel tippe ich in mein Titaniumweiß, um hier unser Grau noch ein bisschen heller zu machen.
Ihr könnt sehen, ich gehe immer wieder mit dem Pinsel an die Kante und versuche so einen schönen Farbverlauf von hell nach dunkel zu kreieren. Es muss natürlich auch nicht an jeder Stelle gleich stark sein. Ihr könnt an der einen Stelle ein bisschen heller werden und an der anderen Stelle ein bisschen dunkler werden. Das sieht meistens sehr schön aus und gibt euch einen dimensionalen Hintergrund. Okay, unser Hintergrund soll natürlich nicht trist aussehen. Deswegen ist es nun Zeit, ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. Die nächste Farbe, für die ich mich entschieden habe, ist Violettrot. Und auch diese werde ich erst einmal großflächig mit dem gleichen Pinsel hier in der Mitte unserer Leinwand auftragen. Und beginne nun auch die violettrote Farbe mit ein bisschen Wasser verdünnt in meine graue Farbe einzublenden. Hier könnt ihr eurer Kreativität tatsächlich freien Lauf lassen. Es gibt kein richtig und kein falsch, auch im Farbübergang nicht. Als nächstes tippe ich mit dem gleichen Pinsel ins Wasser und in mein Kaminrot. Das wird die nächste Farbe sein, die ich auftrage. Das möchte ich hier punktuell auftragen. Die Farben dürfen sich selbstverständlich vermischen miteinander. Ihr könnt sehen, es entsteht ein wunderschöner, bäriger Ton, wenn ich mein Kaminrot mit dem Violettrot mische. Es sind ganz eigene Farbnuancen, die hier entstehen und das finde ich immer ganz schön. So, auch hier ein bisschen die Farbe einblenden. Wegen den Pinselstrichen macht euch keine Sorgen, die werden wir selbstverständlich im späteren Verlauf noch verschwinden lassen. So, okay. Als nächstes möchte ich ein bisschen Quarzrosa, das ist mehr Pink, das könnt ihr hier sehen. Auch das werde ich punktuell hier auftragen. Okay, zur Mitte hin möchte ich immer heller werden, deswegen nehme ich mir hier Titanium Weiß auf meinem Pinsel auf. Ihr könnt sehen, ich habe immer noch die quarzrosene Farbe auf meinem Pinsel und vermische diese jetzt großzügig mit Titanium Weiß. Ich weiß, meine Lieben, das sieht jetzt erstmal ein bisschen unordentlich aus, aber vertraut auf den Prozess. Diesen Pinsel lege ich beiseite und greife nun zu einem breiteren Pinsel. Und jetzt gilt es, unsere Farben miteinander zu verbinden. Ich werde nach und nach punktuell immer wieder ein bisschen Farbe nachtragen, aber für die weichen Übergänge, schaut euch das mal an, ist so ein Pinsel wirklich gut geeignet. Ich blende die Farben ineinander. Meinen großen Pinsel lege ich erst einmal beiseite und greife tatsächlich zum Make-up-Pinsel. Ihr könnt sehen, ich gleite damit über die Mitte, um die letzten Pinselstriche noch verschwinden zu lassen. Mit so einem Make-up-Pinsel könnt ihr ganz coole Muster kreieren. Bei mir soll es ja heute Rauch werden und deswegen arbeite ich mit verschiedenen Pinseln. Okay, Lieben, ich mache jetzt erstmal Schluss mit dem Verblenden. Ich verliere mich tatsächlich dabei immer. Ich habe meine Mitte geschaffen, ich habe meinen Rand geschaffen. Nun gilt es noch ein bisschen Nebel zu zaubern. Dazu nehme ich ein bisschen von meiner grauen Farbe, befeuchte meinen Pinsel und beginne nun Nebelfarben zu zaubern. Dazu mache ich vom Rand aus einmal
durch die Mitte ganz sanfte Striche. Ihr könnt sehen, ich nehme die Farbe, die wir davor aufgetragen haben, immer ein bisschen mit. Okay, meine Lieben, es hat ein bisschen gedauert, ich gebe es zu, aber mit meinem Hintergrund bin ich erst einmal fertig. Nun finde ich, sieht schon sehr mystisch aus, oder? Ich dachte mir, wir sind ein Fluid Art Puring Kanal und natürlich wollt ihr Fluid Art sehen, das kriegt ihr heute auch noch. An dieser Stelle ist mir nur wichtig, euch mitzugeben, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Es gibt unzählige Arten von Kunst. Traut euch, diese miteinander zu kombinieren. Wirklich, so kommen die allerschönsten Ergebnisse dabei raus. Ich liebe das. Soweit, so gut. Ich dachte mir, da unser Hintergrund ja noch nicht aufregend genug ist, möchte ich noch den ein oder anderen kleinen Ast zaubern. Dafür gehe ich mit einem abgeschrägten Pinsel in mein Ombrabraun. Und werde nun von der linken Ecke aus bis in die Mitte einen Ast ziehen. Ja. Meine Lieben, ich hoffe, ihr wollt so etwas auch auf meinem Kanal sehen. Wenn dem nicht so ist, bin ich überhaupt nicht beleidigt, aber schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Mir ist es wichtig, meinen Channel für euch so zu gestalten, dass ihr wirklich Nährwert davon tragen könnt und das ein oder andere mitnehmen könnt und vor allem, dass ihr eine gute Unterhaltung habt. So, nun bin ich auch schon gleich am Ende meines Astes angelangt. Soweit, so gut, meine Lieben. Ich habe euch Mixed Media versprochen. Was würde sich jetzt hier noch besser anbieten, außer unsere Balloon-Technik? Endlich wird es Zeit für ein bisschen Fluid Artwork. Also meine Lieben, ich habe mich jetzt erst einmal für Bronze entschieden. Mit meinem Bronze werde ich nun einzelne Linien ziehen, um das Ganze noch ein bisschen dreidimensionaler zu gestalten. Okay, nicht vergessen, meine Lieben, wie es euch beliebt. Okay, meine Lieben, welche Farben wollt ihr sehen im Ballon? Ich würde sagen, wir nehmen Kaminrot, Rotviolett und Gold. Okay, die Ballontechnik habe ich schon ein paar Mal mit euch gemacht. Allerdings für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, ich werde nun ein oder mehrere Puddles in den soeben genannten Farben schaffen. Ich beginne mit Rotviolett. So, das reicht uns auch von der Größe. Die nächste Farbe, die ich auftragen möchte, ist Kaminrot. Gebe ich in die Mitte. Und was darf natürlich nicht fehlen? Ein bisschen Gold für den Schimmer. Okay, nun kommen wir zum lustigen Teil. Ich schnappe mir meinen Ballon und tippe nun mit meinem Ballon einmal in das Puddle. Ja, das finde ich schon sehr schön, schaut mal. Ich mache meinen Ballon hier auf meiner Malunterlage ein bisschen sauber und werde mich nun erst einmal um die weiteren Puddles kümmern. Also, ich möchte auf jeden Fall an dieser Stelle noch eines schaffen. Violettrot. Kaminrot. Und natürlich ein bisschen Gold für den Schimmer. Und von vorne, ich tippe mit meinem Ballon in unser Puddle.
Ihr Lieben, ihr könnt es mal mit mehr oder mal mit weniger Druck machen. Und jetzt ist es sehr spannend. Ihr könnt sehen, ich habe hier noch genug Acrylfarbe auf meinem Ballon. Und ich tippe nun erneut in mein vorher geschaffenes Paddel. Um ein bisschen mehr Dimension zu schaffen. Ihr könnt sehen, es bildet sich sofort ein Blumenmuster. Ebenso könnt ihr ein bisschen mit den Farben variieren. Also beim dritten Paddel starte ich mit Kaminrot. Anschließend Gold. Und ganz zum Schluss noch ein kleines bisschen Violettrot in die Mitte. Und nun tippe ich mit meinem färbigen Ballon in das Paddel. Nehme die aufgenommene Farbe und gehe noch einmal über meine Paddels drüber. Und ihr könnt sehen, was sich hier für ein schönes Blumenmuster bildet. Okay, meine Lieben, das war's für mich mit dem Ballon. Ich muss mich selbst ein bisschen zurückhalten, sonst wäre gleich die ganze Leinwand voll mit Ballondips, weil das einfach super viel Spaß macht. Ich glaube, ich bin zufrieden, meine Lieben. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran, schaut mal. Also, meine Lieben, wir haben uns heute wirklich viel Mühe mit unserem Hintergrund gegeben. Ich finde, das kann man auch wirklich gut erkennen. Die einzelnen Schichten, die wir aufgetragen haben, kommen jetzt erst richtig schön zum Vorschein. Ich finde, es sieht dimensional aus, als wären unsere Blumen und unser Stamm im Vordergrund und unsere Rosatöne im Hintergrund. Ich finde es wirklich sehr spannend. Schreibt mir mal gerne, wie ihr es findet, meine Lieben. Ich bin wirklich auf eure ehrliche Meinung gespannt. Ich muss sagen, ich liebe es. Ich liebe es, die einzelnen Acryltechniken miteinander zu kombinieren. Habt Mut zur Farbe, traut euch, meine Lieben. Ich bedanke mich für heute ganz herzlich fürs Einschalten. Es war mir wie immer eine Freude, für und mit euch zu malen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, meine Lieben.